Damn. Heute geht es um das neue Kiox-Display von Bosch. Das zeige ich euch hier an einem XT2 von HNF. Das Kiox ist das erste Farbdisplay, was es von Bosch gibt, und es ist auch das erste Display in dieser Größe, was dann eine Smartphone-Anbindung hat. Bisher war ja das Nuon so ein bisschen diese Smartphone-Generation. Wir haben hier ein sehr handliches Display. Das hat unten einen USB-Anschluss und wird magnetisch auf dem Halter arretiert. Inwiefern sich das nachher in der Praxis dann als sinnvoll erweist, das muss man dann mal abwarten. Das Einklicken oder das Einrasten, das geht soweit ganz gut, ist sehr handlich. Es gibt verschiedene Halter für den Lenker und für den Vorbau. Die Version hier, ja, ist jetzt in meinen Augen nicht unbedingt die beste, die ist so ein bisschen freischwebend, sehr hoch angebracht. Da muss man dann einfach mal schauen, was die Zeit bringt. Und wenn man das Ganze dann anschaltet, hat man verschiedene Displays, die sind sehr übersichtlich angeordnet. Man sieht unten an dieser Punktreihe, in welchem Display man gerade ist. Hier unten haben wir den Schalter einmal für Anschalten und für die Beleuchtung. Und an der Remote, die ist auch jetzt ganz neu, können wir jetzt nicht nur hoch und runter, also Plus und Minus, sondern auch links und rechts bedienen, damit wir dann in den Menüen Punkten dann einfacher hin und her navigieren kann. Dann haben wir noch den Auswahl-Button, das ist der unten drunter. Mit dem können wir dann im Menü selbst nochmal Unterfunktionen wählen. Zum einen haben wir hier also Angaben in verschiedenen Bildschirmen von der Trittleistung, das gab es bisher auch noch nicht, also die Wattleistung und andere Daten, Durchschnittsgeschwindigkeit maximal, das kennt man alles. Wir haben jetzt auch eine Trittfrequenzanzeige, die Kadenz. Das gab es bei dem Intuvia-Display bisher auch noch nicht. Und natürlich dann so Sachen wie Uhrzeit, Restreichweite und. Das Ganze kann man dann mit dem Menüpunkt resetten. Man kriegt das alles sehr schön grafisch angezeigt, allerdings auch nicht überladen. Die Funktionen oder die angewählten Unterstützungsstufen, die werden hier auch farblich angewählt. Das heißt, man hat so eine kleine Orientierung, wenn man mal schnell draufklickt, in welcher Stufe ist man dann da überhaupt momentan unterwegs. In den Unterfunktionen können wir dann verschiedene Sachen abfragen, Seriennummern, sowas, gut, das interessiert nicht wirklich. Wir können hier diese Bluetooth-Aktion, die Bluetooth-Funktion aktivieren, damit wir uns mit dem Smartphone verbinden können, weil wir dann nachher auch weitere Funktionen da noch nutzen können. Also dieser kleine Überblick sollte euch einfach mal zeigen, was kann das grundsätzlich. Das meiste wird nachher über eine Smartphone-Verbindung dann kommen, also weitere Funktionen, Navigation etc. pp. Und dann schauen wir dann in einem nächsten Video nochmal intensiver drauf. Was das Ding kosten wird und wann es verfügbar ist, das kann ich jetzt Stand Juli noch nicht sagen, aber wir rechnen demnächst damit.